Wir sind immer noch am Rätsel. Stellt euch vor. Also jetzt schauen wir mal, wie das geht. Das X ist wahrscheinlich rechts, links, rechts. Ja, mache ich doch die ganze Zeit. Rechts muss es sich drehen. Rechts, links, rechts. Und 5, 2, 7. Rechts. Nein, das heißt links. Rechts. Links. Ah, vielleicht muss ich das so drücken, warte mal. Rechts. Links. Wenn ich da drücke, geht's da lang. Also. So. Eins. Zwei. Drei. Wisst ihr was? Ich gehe das jetzt mal ganz kurz nachschauen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Drei, zwei. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe geguckt. Ja, ich bin bescheuert. Ja, tut mir furchtbar leid. Ich habe den falschen Code eingegeben. Deswegen ging es auch nicht. Es ist 3, 2, 7. Sorry. Einmal mit Profis. Tut mir leid. Wie gesagt, ich kann sowas nicht. Da war es nicht. Da war es, glaube ich. Listen, Bowman, give me some creeps, Doctor. I won't manage alone. Ausgabe Juni. Die Untersuchungen, die von dem Team von Dr. Maslow vorgenommen werden, sollten nicht in den Ermittlungen verwendet werden. Dr. Maslow könnte auf den Prozess Einfluss nehmen, um seinen Freund zu helfen, sagt Dr. Bandura. Dr. Dowell war sowohl für seine umstrittenen Behandlungsmethoden als auch für seine mögliche Verantwortung am Tod seiner früheren Patienten bekannt, fügt er hinzu. Der eine, das ist der Abraham, oder?
wir nicht raus? Ausgabe Juni. Die tragischen Dinge, die meinem Freund widerfahren sind, hatten einen sehr schlechten Einfluss auf seine geistige Gesundheit, sagt Dr. Abraham Maslow, ein Freund des Beschuldigten, der verdächtigt wird, Dr. Stephen Dowell so manipuliert zu haben, dass er seine Familie ermordet hat. Ich widerspreche den Gerüchten, dass Stephen seine mentalen Beeinträchtigungen nur vorgespielt hat. Ich und andere Psychologen und Psychiater, die ihn nicht kannten, haben ihn akkurat untersucht, fügt Dr. Maslow hinzu. Darf ich noch einen Satz lesen nochmal? Also der Abraham wird verdächtigt, uns so manipuliert zu haben, dass wir, dass wir die umgebracht sind, wir Eddie. I hereby open the trial against Edward Groom about Susan Dowell and Theodore Dowell's murder. Do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? I would like to enclose the report about my client's insanity to the evidence, as well as recordings made by Dr. Dowell during the therapy. Mr. Edward, could you tell us about the relation that was between you and Mrs. Susan Dowell, Dr. Stephen Dowell's wife, that tried to cure you? I would like to enclose documents from Susan Dowell's autopsy to the evidence. Basing on these, Your Honor, as well as the jury can get to know that the victim was pregnant with the defendant. Okay, dass sie ein Verhältnis hatten, wussten wir, aber dass sie schwanger war von ihm nicht. 21.05.1977. Verdächtiger Stephen Dowell im Fall des Mordes an... Verdächtiger Stephen Dowell im Fall des Mordes an Susan und Theodore Dowell. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson und dem forensischen Psychologen Richard Jackson durchgeführt. Nach dem Hinzufügen neuer Beweise, und zwar dem Autopsiebericht von Susan Dowell, wissen wir, dass sie im ersten Monat ihrer Schwangerschaft war. Der Vater ist der Verdächtigte Edward. Wir haben herausgefunden, dass Stephen ein Motiv und die Fähigkeit besaß, Edward zu manipulieren. Der Verdächtigte zeigte während des Verhörs keinerlei Kontakt zu den Befragenden. Er durchlief ambivalente Zustände von Hysterie bis hin zur völligen Apathie. Der beim Verhör anwesende Psychologe entwickelte während des Verhörs die These, dass Mr. Dowells Geisteskrankheit durch viele traumatische Erlebnisse in kurzer Zeit ausgelöst worden sind. Jetzt ist der Mr. Dowell angeklagt, dass er... I opened the trial against Stephen Dowell about malpractice against Edward Groom, that caused Susan and Theodore Dowell's death. Der Dowell gesagt. My client, as a doctor, always takes care about patients' welfare. In the enclosed evidence, Your Honor may read about many difficult cases that have been cured by the defendant. He was trying to cure his protege at any cost to ease the pain. I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl, with similar illness like Edward, who under the influence of the therapy made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant? Not with him, but with Edward? Telefon wieder. Hä? Also war Dr. Dowell geisteskrank? Oder was? Auf das Haus. Dinger, die wir gefunden haben. Die Vögel. Die Maske.
Steven. Can I see you in my office? Ja, wir kommen in dein Office, Bushi. Da nicht. Da nicht. Doctor of Psychology. Okay, wir gehen mal zum Arzt. Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Frau erleidet 30 Messerstiche. 2 Tage später wurde das Kind im Schlaf erdrosselt. All diese Grausamkeiten wurden vom Familienvater begangen. How are you feeling today? Everything's okay? I think it's time to show you something. Let's go to the next room. Have a seat and make yourself comfortable. Wir sind durchgedreht, hä? Huh? Und der Eddie ist unsere Schizophrenie. Relationship started to pass away suddenly. Stephen treated me like a lodger, an unwanted person, with whom he lived because it was a kind of interest. And I started to live on memories and projections that were so beautiful in my head, so perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden only for us. These memories made me stronger, helped me to survive and wait for tomorrow with hope. First time, I thought that maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Stephen came back, just for a while, to feel like before, like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with a case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with Eddie, his second personality, to feel happy. Just for a while, to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. He is in very bad condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham. Also, wir sind Dr. Dowell, Psychiater, und wir sind Eddie, Edward Dowell, als Gärtner. Also, wir sind Psycho, niemand anderes. Die eine Persönlichkeit hat versucht, die andere Persönlichkeit zu heilen. Was natürlich nicht geht, weil es ist ja ein Mensch. Wie soll die eine Persönlichkeit die andere heilen? Raum 1408. Jo, sowas noch nicht. Piep, piep. Und da ja der Dr. Dowell zum Eddie gesagt hat, er soll seinen Traum beenden, also seine Frau und sein Kind töten, hat er das natürlich gemacht in seiner zweiten Persönlichkeit. Was ist mit den Krähen?
Okay, bis gleich. Wie bitte? Was denn? Ich komm gleich, ich bin gleich fertig. Ja, das war Rise of Insanity. Also wie sich herausgestellt hat, sind nicht wir ein Arzt. Also wir sind ein Arzt, aber wir sind ein kranker Psychopathenarzt, der eine Schizophrenie entwickelt hat und Eddie, seine zweite Persönlichkeit, ein Gärtner war. Das heißt im Prinzip alles, was... Also bei einer Schizophrenie ist ja irgendwie so, dass sogar zum Beispiel der Eddie, der könnte jetzt ein IQ von 200 haben und der Dr. Dowell von 1, also das ist wirklich so, dass die da irgendwie anders sehen, anders hören, anders riechen, anders fühlen und sowas. Und anscheinend war das für den Eddie, wenn er als Theodore, nicht Theodore, Schmeiner ist ja gar nicht Theodore, wie heißen wir denn? Steven, als der Doktor, dass wir, wenn wir in dem Geist, sag ich jetzt mal, im Hirn vom Doktor waren, dass der Eddie dachte, er lebt einen Traum. Also er träumt im Prinzip. Er dachte, er träumt, dabei war seine zweite Persönlichkeit. Also Eddie hat es eingefangen, was der Dr. Dowell halt wirklich erlebt hat. Das war ja die richtige Persönlichkeit. Und da der Doktor ihm ja gesagt hat, er soll seinen Traum beenden, indem er seine Familie tötet, hat er das natürlich getan. Also hat er, der Eddie, seine Familie in dem Traum halt getötet. Also Dr. Dowell hat dann die Familie getötet. Ein bisschen kompliziert. Trotzdem, ich glaube, das mit den Krähen ist zurückzuführen auf eine schwere Kindheit, wie es am Anfang ja hieß, dass der Eddie hatte mit seinem Vater, der ihm ja das Buch über die Vögel geschenkt hat. Deswegen, glaube ich, sehen wir auch die Krähen. Also so ist es ganz gut erklärt. Ich glaube, es ist mal wieder ein polnisches Spiel gewesen, so wie man die ganzen Namen da gelesen hat. Aletka und Adam und... Polska! Er bleibt gleich wieder Polska, weil, wisst ihr ja. Und ich liebe das, also das Spiel ist super, ich würde es echt gerne auf VR spielen, aber ich habe keine VR-Brille, deswegen, wenn mal eine da ist, gerne im Stream nochmal das Spiel. Da werde ich dann wahrscheinlich danach total schaden sein, weil es ist mit den ganzen Drehungen und Wendungen. Aber okay, Rise of Insanity haben wir durchgespielt, es ist ein, also mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen, man musste nicht weglaufen, sich nicht verstecken, man hat wirklich nur diese Story gehabt, der man auch sehr gut folgen konnte und diese krassen Jumpscares, wo ich mich dann gleich meines Hoodies entblößen musste, weil mir so heiß wurde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play.
Es ist vielleicht Horror, es ist vielleicht Story. Es läuft ja immer alles, beides parallel. Einmal Story, einmal Horror. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch erschrocken. Und sagt's mir in den Kommentaren, was ihr auf diesen komischen Psycho-Bildern gesehen habt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!